Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Wilms, ich habe mich nochmal gemeldet, weil Sie auch eine konkrete Frage im Prinzip hatten und es ja auch hier zur Aussprache ist, ob es überhaupt notwendig ist, dass man nochmal so einen Beschluss oder politisch fällt, gerade weil eben auch im Klimaschutzrat bei dieser Umsetzungsliste es heißt, die Verwaltung macht es doch schon direkt. Ich finde, es ist notwendig. Es war auch in der Themenwerkstatt, so wie ich zumindest die Diskussion kenne, auch da, dass es eigentlich auch nochmal gut ist, ein politischer Beschluss bestärkt ja auch etwas, was gemacht wird oder gemacht werden soll, wofür sich Leute einsetzen. Und ich habe auch eine andere Einschätzung, weil ich nicht finde, dass bis jetzt schon nach dieser Selbstverpflichtung gehandelt wird. Also es heißt ja auch nochmal explizit, Ziele zu gesetzliche Anforderungen zu übertreffen und es heißt eben, den gesamten Gebäudelebenszyklus in Betracht zu nehmen. Ich finde, das wird im Moment noch nicht überall umgesetzt, sonst bräuchten wir die tatsächlich nicht, wenn alles läuft, muss man nicht was ändern, sondern da finde ich, kann diese Selbstverpflichtung dazu dienen, das nochmal viel stärker in den Blick zu nehmen und dann wird es bei zukünftigen Bauprojekten, also es ist ja hier auch nicht nur die, es ist ja nicht nur direkt die städtische Verwaltung, die dort angesprochen ist, sondern es sind ja auch die städtischen Gesellschaften wie die GWG, wie die KVV, wo es glaube ich auch nochmal gut ist, wenn quasi die bestimmte, diese Richtung gestärkt ist. Deswegen finde ich den politischen Beschluss notwendig und wir stimmen gerne Bebauungsplänen zu, auch uns wird ja gerne vorgeworfen, wir würden alles ablehnen, manchen stimmen wir auch jetzt bereits zu. Einige lehnen wir aber auch jetzt ab, weil wir finden, dass die Kriterien nicht erfüllt sind zum Klimaschutz und auch die Selbstverpflichtungskriterien bisher noch nicht überall. Wir wollen aber da hinkommen. Wir würden ja gerne guten Bebauungsplänen zustimmen, aber da müssen eben auch bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und so eine Selbstverpflichtung ist ja nicht dafür da, um sich selber auf die Schulter zu klopfen, sondern eher, um sich an die eigene Nase zu packen und nochmal genau zu schauen, sind wir da eben als Stadt tatsächlich leitend? Also weil genau das ist ja, wenn es um städtische Gebäude geht, eben auch dieses Prinzip, wir gehen voran, bevor wir von anderen verlangen, dass sie vorangehen und sind die Kriterien schon erfüllt. Also deswegen fände ich auch so einen breiten Beschluss eigentlich schön und es ist ja eher dann auch da nochmal zur Bestärkung, dass man sich auch in Zukunft darauf berufen kann.